Margrit, Lieblingsstück zum Muttertag. Grüß dich. Grüß dich. Dann nehme ich ein Glas Wein. Oder wir haben heute einen Jahrgangs-Prosecco, hast du rausgesucht? Ja. Prost. Sehr lecker. Weil die immer schön leicht sind und für Mittag, da werden wir dann nicht so ganz so blöd in der. Werden wir blöd? Nein. Nein. Wir nicht. Lieblingsstück. Als erstes hole ich jetzt mal schnell unseren Lachs raus. Der Hauptattrakteur, das ist ja. Das ist ein bisschen aber der darf auch kurz rasten. Ui, zack. Ja, sehr schön. So, jetzt fangen wir mal an. Fangen wir mit der Kidsbox, haben wir diesmal. Ja. Ich und Lucia, unsere Tochter, haben einen Ketchup gemacht. Ich bin selber verblüfft, wie es ihn abgeschmeckt hat, weil man glaubt eigentlich gar nicht, dass er selber gemacht ist, weil sie hat wirklich das so getroffen, dass er so schmeckt wie ein echter. Muss er ja auch. Genau, aber ist alles selber gemacht. Es ist auch weniger Zucker drin wie im normalen. Ein bisschen mit Kirschtomaten, dass wir mehr Frucht haben. So, das, was ihr da kriegt, sind einmal so Chicken Nuggets und Kartoffelwertschäs. Die teilt euch auf den Teller auf und dann wird es mit dem Brot, 180 Grad, 5 bis 8 Minuten, die sollen halt warm werden. Es ist fertig gegart, aber ich habe geschaut, dass er saftig bleibt, nicht dass so ganz drucker werden. Und den Ketchup kannst du dann dazugeben, dann sind die Kids auch happy. Also Brot haben wir halt nicht dabei, aber das wie ich immer am Anfang bei 180 Grad. Genau, eben, und unser Schnittlauchaufstrich haben wir dabei. Dann haben wir einen mediterranen Salat gemacht. Wir haben Radicchio, Rucola, Kirschtomaten und Fenchel. Den Fenchel habe ich ganz kurz blanchiert und mit Olivenöl ein bisschen mariniert. Dann kriegt sie einen Italy-Dressing mit getrockneten Tomaten dazu. Dann haben wir noch ein Basilikumöl, das könnt ihr dann am Schluss drüber tun. Man kann es auch gleich in den Salat reinmischen, aber ich finde es schöner, wenn man das so drüber gibt. Dann hat man das so ein bisschen vereinzelt. Und ja, dann muss man gleich mal was dazu sagen. Man muss tatsächlich die Nummern auf die kleinen Schälchen beachten. Weil das alles ähnlich ausschaut. Weil grün, genau. Wir haben noch so Cracker aus getrockneten Tomaten gemacht, ein bisschen Crunch. Dann haben wir unseren Salat. Perfekt. Dann haben wir unsere Suppe, Thai Curry, die müsst ihr nur warm machen, braucht nicht kochen. Wer mag, kann sie aufmixen einmal. Ein Schäumchen machen. Einmal aufschäumen. Und heute zeige ich euch mal alles ein bisschen zum Anrichten, weil wenn ihr das für die Mamas machen möchtet. Also die Herren für die Mamas. Die Herren oder die Kinder für die Mamas. Dann kann man das da in das in ein Schüsselchen oder was auch ihr habt. Dazu haben wir gemacht einen Crunch. Das ist geröstete Kokosflocken und geröstete Sesam zweimal, einmal schwarz, einmal weiß. Passt sehr gut zu den Thai-Aromen, also ich mag da gerne ein bisschen mehr darüber. Darf man gut nehmen, oder? Und dann haben wir wieder ein grünes Öl, das ist aus Limettenblätter gemacht. Das kennt man aus der Thai-Küche. Also Kaffeelimette. Genau, das kann man dann so ein bisschen drüber tun. Und dann haben wir eine wunderschöne Suppe. Sehr schön. So, beim Hauptgang haben wir einmal ein Risotto. Das müsst ihr nur warm ziehen, das sollte nicht kochen. Das ist ein Parmesan-Risotto und jetzt ein bisschen Wasser dazu. Langsam erwärmen und wenn es zu knackig ist, der tut das Wasser ein bisschen länger stehen. Und einfach Wasser so dazu, dass es schlotzig ist. Abgeschmeckt, schlotzig heißt so, ich glaube mal schlotzig. Sämig. Ja, sämig. Sämig. Also man kann jetzt am Anfang sich den Salat und die Suppe machen und mit den Kindern die Kidsbox essen so ungefähr. Dabei genau. Wird der Lachs fertig. Und genau. Dann macht man sich das schön gemütlich, man hat ja Zeit. Man hat ja Zeit und nimmt sich auch die Zeit. Da haben wir noch ein bisschen was Grünes drauf. Aber das ist ein ganz klassisches Risotto, nur mit Parmesan gemacht. Das finde ich jetzt, dass man auch den Lachs schön rausschmeckt und die Hummersauce dann. Gemüse haben wir einmal Zucchini-Gemüse. Nicht erschrecken, das sind die heißen weiße, die wo so hellgrün sind, weiße Zucchini. Das ist logisch, gell? Total logisch. Man nehme Öl in eine Pfanne. Neutrales Öl? Neutrales oder kein Olivenöl. Also braucht jetzt kein Olivenöl, wenn man das ein bisschen heiß anbrannt. Du, ich bringe mal. Ja, da hast du recht. Prost. Muttertag darf ich ja noch mehr. Stimmt. Und dann gehen wir mal zu unserem Lachs. Wir nehmen den Ofen 220 Grad. Also in dem Aluschälchen kriegt ihr das alles. Das kriegt ihr und das könnt ihr also drin lassen. Man muss dann ein bisschen schauen, wie man das runterbringt, aber das ist. Backpapier sehr einfach. Nicht schwer, vielleicht mit dem Messer einmal durchfahren und dann kann man den so runterheben. So, jetzt nehmen wir nochmal 220. 220 Grad. Ich empfehle Ober-Unterhitze. Das mag der Blätterteig ein bisschen lieber, dann geht er schön auf. Geht Umluft auch. Und dann braucht er eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Das ist ein ganz frischer Lachs, wenn der glosig in der Mitte ist, überhaupt kein Problem. Also der von schönen Köhren eigentlich kommen, gell? Genau. Die Zucchini jetzt einfach anbraten und dann kriegt es von mir also eine Knoblauchbutter dazu. Das habe ich in Australien haben wir das sowieso gemacht. Meine Pfanne ist jetzt zu also wenig da heiß. Also ist frischer Knoblauch mit drin.
Falls den, jetzt jemand den vertropfen hat. Nein, ich habe den kurz konfiert. Ah, okay. Ja, dass er nicht roh drin ist, roh drin ist. Und gut, das lassen wir einfach so zirren. Salz habe ich da auch schon drin. Das passt so. Dann schneiden wir uns jetzt mal unseren Lachs an. Die Portionen, das ist alles abgewogen, aber der schaut natürlich immer aus, weil das Mittelstück ist ein bisschen schmaler und das deswegen abgewogen ist alles. Dann schneiden wir uns den an. Das sage ich jetzt mal nebenbei noch mit dazu. Wir haben nämlich verpackungstechnisch das mal alles ein bisschen durcheinander, weil wir einfach alles aufgebraucht haben. Wir wollten nicht genau zusätzlich einfach nochmal was. Nein, weil wir hoffen ja oder gingen davon aus, dass wir vielleicht dann nochmal wieder im Restaurant auf Teller anrichten. Deswegen schauen wir mal. So, jetzt fange ich jetzt das einmal zum Anrichten. Seht ihr, also der ist jetzt eine Viertelstunde drin gewesen, der ist noch ein bisschen saftig innen drin. Ganz schön. Und eine Kräuterfarce haben wir außen rum gemacht, weil ich den Fisch nicht gesalzen habe. Die Farce ist aber gesalzen, dass wir ein bisschen einen Geschmack reinbringen. Da sind welche Kräuter drin? Petersil, Erbel, ein bisschen Basilikum und Frühlingslauch. Dann haben wir eine ganz tolle Hummersoße. Du hast jetzt dran gemacht mit dem Stabmixer nochmal? Genau, also das Risotto habe ich jetzt da rein, das kennst du natürlich, wenn es anrichtet auf dem Teller. Das habe ich jetzt wieder dran gebracht. Du bist immer noch im Tapas-Modus. Ja, immer noch Tapas. Kennst du ja einmal aufschäumen. Wenn es nicht aufschäumt, kein Problem. Aber wirklich aus frische Hummerkarkassen eine richtig schöne Hummersuppe, Soße gemacht. Hübsch. Dann, ich habe heute wieder was vergessen. Ich habe die Topfenknödel vergessen. Jetzt, das ist echt zart. Ist aber gar kein Problem. Gleich wie letzte Woche, man nimmt ein leicht siedendes Wasser, ihr könnt euch die Knödel selber abdrehen. Wir haben, ihr könnt es entweder zwei oder drei machen, zwei große, drei kleine. Je nachdem, wir haben die Masse einfach abgefüllt und jeder kann sich das raus dran, genau, was er haben mag. Dran, in leicht siedendes Wasser, so 8 Minuten ziehen lassen, das soll nicht sprudeln und dann wird es raus und in die Semipressel wetzeln. Wetzeln. Nicht vorher. Du, was ja, das stimmt. Wetzeln. Nicht vorher machen, weil dann bringt es, dann schmieren wir die Semipressel drin. Danach und dann kriegt es schöne Erdbeeren. Mit kann man auch kurz Erdbeeren ruhen lassen, oder? Dann ja, kann man ruhen lassen, muss nicht gleich alles passieren, bevor man es da in die Semipressel rollt und eine echte Vanillesauce dazu. Genau, ja, das ist unser Muttertagsmenü. Es ist alles so gemacht, dass ihr das praktisch, ihr holt es ja am Samstag, ihr könnt das alles am Sonntagmittag machen, kein Problem. Ich empfehle euch bloß derzeit vielleicht daheim den Salat in ein größeres Gefäß, dass er ein bisschen mehr Luft hat. Und ein feuchtes Tuch drüber, dann ist er gewiss ganz frisch. Genau, aber der Rest ist so gemacht, dass ihr das alles am nächsten Tag machen. Wichtig, diese Kidsbox ist nicht backofenfest, also rausnehmen. Auf einen Teller bitte da, genau. Genau. Dann jetzt einmal vielen Dank für die letzten Wochen, was ihr mit uns alles mitgemacht habt. Hat uns Spaß gemacht. Wir machen ja jetzt praktisch, wir bringen unser Restaurant und unseren Garten ein bisschen auf Vordermann. Auf alle Fälle zwei Wochen brauchen wir mindestens. Und dann schauen wir, wo es entschieden wird, wie es weitergeht. Ihr werdet es von uns hören. Vielen Dank, schöner Muttertag und lasst es euch gut bleibt geht gesund. Genau. Vergesst das Lieblingsrezept nicht. Bis bald. Und locker machen. Locker machen. So heißt es. Schöner Muttertag und Schatzitag oder Hochzeitstag, wurscht was. Einfach ein schöner Tag miteinander. Das Leben genießen. Das Leben genießen. Prost. Euch. Servus.